Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon 3. Heute ist Forzathon und da gibt es einen Porsche zu gewinnen. Und das versuchen wir jetzt auch mal zu machen. Ziel ist es, möglichst schnell durch eine Blitzerzone durchzurasen. Und das versuche ich jetzt gleich mal hier. Wir brauchen, ich weiß nicht, wie schnell wir hier sein müssen. Irgendwann habe ich da schon mal 3 Sterne bekommen. Rum. Okay, alles klar. 235 Durchschnittsgeschwindigkeit, das ist natürlich zu lahm. Da müssen wir schon schneller werden. Halt, dann immer mehr Anlauf. Dass wir das ja auch irgendwie auf die Reihe bekommen. Aber ich denke mal, das dürfte zu machen sein. Vor allem der Wagen doch jetzt kein langsamer ist. Der Radical. Lass mal schauen. Was müssen wir denn hier schaffen? Ich habe da schon mal einen Filter gesetzt. Wir müssen jetzt 290 im Durchschnitt schaffen. Und ich habe es anscheinend schon auch irgendwann mal geschafft. Dann auf ein neues. Normal nehme ich ja die Forzathon nicht so ernst. Weil es irgendwie meistens ja auch nicht so tolle Fahrzeuge gibt. Aber seit die Porsche da draußen sind, ist es richtig geil hier. Da irgendwie drum zu kämpfen. 200 und... Jetzt habe ich es geschafft, oder? Was sagt die Tante? Die sagt nichts. Aber dann dürfte ich doch jetzt ein Auto bekommen, oder? Kriege ich ein Auto? Da muss doch jetzt unten... Jawohl, sehr schön. Na, das war ja recht simpel irgendwie. Dann gucken wir gleich mal in Richtung Festivalgelände. Und werden den Wagen da mal abholen. Gehen wir mal auf alle. Schauen wir mal hin. Wo ist das nächste Festivalgelände? Wir gurken hier rum. Da unten ist doch eins, oder? Das ist mir aber zu weit weg. Dann machen wir das per Schnellreise. Zack, einmal dahin. Und dann gucken wir uns mal den Porsche an. Und mit dem können wir dann gleich noch weiter beim Forzathon machen, weil ich glaube, wir sollen irgendwie noch 2 Meisterschaften machen. Und dann werden wir das schon sehen. So, an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön für die vielen, vielen Designs, die ihr eingeschickt habt. Die Folgen werden dazu wahrscheinlich nächste Woche kommen. Ich warte jetzt noch ein bisschen, vielleicht kommt noch das ein oder andere rein, dass wir schön viel Auswahl haben. Und dann denke ich mal, dass so in der ersten Wochenhälfte was rauskommt. Das ist dann so, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Tage hat denn der Monat? Hier 31 wieder oder 30, was haben wir denn? Ich sage euch mal, wann ungefähr die Folgen kommen werden. Heute ist der 26. Ich denke mal, dass ich mit den Folgen so beginnen werde, so vielleicht am Mittwoch, den 31. Sowas in dem Dreh könnte das sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber nächste Woche kommt definitiv schon eine Designfolge. So, alles klar, dann gucken wir uns jetzt mal den Porsche an, was der so Schönes kann. Meine Autos. Porsche. Wo ist der Porsche? Da ist der Porsche. Jetzt muss irgendwo ein neu dabei stein. Ist es der? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke schon. Weil ich habe sonst schon alle Porsche gefahren. Und an so einen roten kann ich mich auch erinnern. Turbo S. Alles klar. Nehmen wir den mal. Schauen sich doch alle sehr, sehr ähnlich dann die Porsche im Nachhinein abends. Ah ja, schön. Schön schaut da aus. Cooles Fahrzeug. Aktuelles Modell, oder war das? Hat auf jeden Fall was. Nice. Also die Fahrzeuge sind wirklich super geil umgesetzt in dem Spiel. Geiles Teil. Schauen wir mal rein. Auf A drücken. Oh, viel vom Motor sieht man nicht, außer ein paar Lüfter und Spritzwasser und Öl nachfüllen. Und vorne, was hat da vorne Schönes? Machen wir da mal vorne was. A drücken. Ja, okay, kann man seinen Hut reinlegen, fertig. Dann fahren wir den mal eine Runde, so wie er ist. Aber vielleicht können wir gleich die Fahrt mit dem Forzathon weiter verbinden, dass wir da nochmal was abstauben. Schau mal. Ja. Zieht ganz ordentlich an. Hört sich ganz ordentlich an. Zieht ganz ordentlich, fährt ganz ordentlich. Und absolut zufrieden im ersten Moment. Da können wir noch ein Bild machen. Ich glaube, dann kriegen wir auch bald wieder hier ein Ding. Wie heißt es? Einen Bonus. Genau, jawohl, sehr cool. Den Ford Falcon hatten wir auch noch nicht. Den gab es auch mal beim Forzathon, glaube ich. Den habe ich dann, den habe ich gleich verkauft, weil er so scheiße zum Fahren war. Hätte ich da mal ABS angeschalten,
Dann wäre eigentlich ABS-Traktionskontrolle, dann wäre der nicht so scheiße zum Fahren gewesen. So, hocken wir uns da mal rein und gucken mal, was denn da beim Forzaton jetzt noch so zu tun ist. So, Doppelschicht. Schließen Sie zwei Rennen ab, um 150.000 Credits zu erhalten. Genau. Oder hier unten schließen Sie eine Meisterschaft ab, um 85.000 EP zu verdienen. Dann machen wir doch mal hier gleich eine kleine Meisterschaft mit dem Wagen, oder? Boah, klingt schon gut, oder? Sehr schön. Ja, der gefällt mir auf jeden Fall, der Wagen. Jetzt habe ich einen Kratzer reingefahren. Geiles Fahrzeug. Taugt auf jeden Fall schon wieder richtig. Neulich war ja unter der Woche nochmal so ein 24-Stunden-Forzaton, wo man mit der G-Klasse über so ein Gefahrenschild hätte springen müssen. Also muss ich sagen, das habe ich nicht geschafft. Da war ich irgendwie zu deppert dazu, da drüber zu springen. Ich habe da irgendwie so eine Stunde lang probiert, aber das hat und hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich es auch irgendwann bleiben lassen, aber irgendwie, da gab es irgendeinen Lamborghini in der Horizon Edition zu gewinnen. Den hätte ich schon ganz gerne gehabt. Naja, es kommt wieder mal eine Gelegenheit. Und vielleicht habe ich dann auch mal mehr Lust oder Ausdauer, mich damit länger mit solchen Herausforderungen zu befassen. So, jetzt lass mal gucken, machen wir mal zwei Meisterschaften, sollen wir machen. Zwei Meisterschaften. Zwei Meisterschaften. Zwei Meisterschaften, das war auch viel jetzt. Dann mache ich halt jetzt mal eine. Ach nee, wir machen erstmal, komm, die Meisterschaft nochmal andermal. Oder ich weiß auch nicht. Was haben wir denn? 6 Minuten. Zwei Meisterschaften bis zwei. Komm, fahren wir mal dahin. Das ist ja nicht weit, oder? Wir müssen ja nicht den Forzaton spielen. Das ist eigentlich wieder so ein US-Modell, oder? Das erkennt man ganz gut hinten an diesen hässlichen Dingern. Nee, doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Komm, dann schauen wir mal. Aber die Farbe ist nicht schön von dem Wagen, oder? So ein knalliges Rot, ich weiß nicht. Komm, wir richten mal die Veranstaltung ein und machen wenigstens mal eine Meisterschaft mit dem. Da machen wir hier mit meinem Auto aktuelles Fahrzeug. Was zeigt er denn da hier? Da machen wir German Performance, alles klar. Dann gucken wir hier Streckenauswahl. Nicht Streckenauswahl, Entschuldigung. Doch Streckenauswahl, da können wir ja auch. Wie viel sind denn das jetzt hier? Nee, das will ich gar nicht. Was ist denn? Eigentlich wollte ich wieder was anderes machen. Ja. Nochmal, hier. Dann gehen wir auf meine Autos. Wir können auch Modern Supercars nehmen. Das ist auch wurscht. Blaupause erstellen. Ja, und jetzt gucken wir mal, was der uns da vorgibt. Drei Veranstaltungen in 22 Kilometer. Das hört sich gut an. Ein edles Äußeres kombiniert mit einem noch edleren Innenleben. Das ist die Meisterschaft für moderne Supersportwagen. Ja, dann nehmen wir mal den Porsche. Oh, der ist von 2014. Ich habe gedacht, das ist ein neueres Modell. Schon hier. So, nochmal einen kräftigen Schluck Wasser getrunken. Ich weiß nicht, was haben wir denn draußen? Draußen haben wir 23 Grad. In der Sonne ist es natürlich schon ein bisschen wärmer. Oder jedenfalls wärmer. Viel, viel schwitziger ist es draußen. So, jetzt schauen wir mal. Der ist noch ganz schön hoch, der Porsche. Dann gehen wir auf Rennen starten. Und dann schauen wir mal, was der Turbo S so drauf hat. Da freue ich mich richtig drauf. Können wir vielleicht ein bisschen in der Innenansicht fahren. Und das ist der Jochen. Oh, da sind noch andere Superport. Da sind noch McLaren und alles Mögliche dabei. Achso, ist ja hier Modern Sportcars oder Super Sportcars. Ist der Boden da ein bisschen nass? Habe ich gar nicht mitbekommen. Oh ja, da zieht uns auch schön den Arsch weg. Müssen wir die Meisterschaft gewinnen? Nö, wir müssen die nur abschließen wieder, oder? Aber so ist schon wieder geil zum Fahren mit dem Ding. Weg mit dir. Hier wird ganz schön geschoben und gequetscht. Und da, zweiter Gang. Oh, das ist ja wirklich hier Vollkontakt. Das ist ja wie im Kampfsport. Weiter geht's, weiter geht's. Wo sind wir denn? Auf dem 6. Platz. Rechtzeitig runterbremsen. Ja, da hätte man sogar noch früher bremsen können. Mit dem nassen Ding, da zieht es uns ganz schön nach außen. So, erster Gang, zweiter Gang. Können wir direkt noch Fotos machen. Oh, da ist der GT, oder? Ist das der Carrera GT? Ja, das ist der. Sehen wir in dem vorbei? Wahrscheinlich eher gerade nicht. Und da geht schon wieder auf Start und Ziel gerade. Drei Runden haben wir hier zu fahren. Es geht schon in die zweite. Es wäre schön, wenn ich noch einen Platz gut machen könnte. Aber es macht mega Laune, hier in der Innenansicht zu fahren. So, runterbremsen, runterbremsen. Ja, da sind wir ganz gut rumgekommen. Voll durchstempeln.
Rum, 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 mit Gefühl, mit Gefühl. Und durchdrücken wieder, jawohl. Oh, die Mülltonne, die uns ausgebremst, oder der Briefkasten. Weiter geht's, weiter geht's. Ja, sehr schön. Das ist hier wirklich eine geile Kurve. Leider habe ich die jetzt ungeil genommen. Oh Gott, auch noch. Oh Gott, also wenn ich... nee, ich will hier fortsetzen, nicht zurückspulen. Nein, auch nicht gut. Okay, alles klar. Völlig verkorkst schon wieder. Und auch noch den Checkpoint verpasst. Alles klar, komm, lassen wir uns mal nach hinten versetzen. Ich habe keinen Bock auf das Zurückspulen. Und dann starten wir als Letzter. Ah, da vielleicht können wir sogar noch einen Platz gut machen in der letzten Runde. Und gleich noch einmal. So, alles klar. Also ich glaube, ich werde jetzt nach dem Rennen mit dem Wagen zum Festivalgelände fahren und erstmal nur so Kleinigkeiten motortechnisch verändern, oder gar nicht mal motortechnisch, erstmal eine andere Optik. Das Design finde ich, also das Rot gefällt mir gar nicht. Rot ist irgendwie so eine Ferrari-Farbe, das passt jetzt nicht zum Ding, zu einem Porsche. Dann, also erstmal anderes Design, was könnte man da noch machen? Andere, was kann man noch machen? Design und, weiß ich gar nicht. Vielleicht ein anderes Getriebe oder nochmal Bremsen anpassen. Andere Reifen, das geht auch. Erster Gang, zweiter Gang. Der letzte Runde. Und ich bin leider ganz schön abgehängt worden. Bei meiner Kurve, bei der ich noch so geschwärmt habe. Wenn man die nämlich wirklich gut anfährt, dann kommt man hier echt sauber durch. Seht ihr es, gar kein Problem. Aber da vorne sehe ich welche. Vielleicht sollten wir mal öfter einstellen, nicht drei Runden fahren, sondern fünf Runden. Rum, rum, rum. Darum. Aber irgendwie tut es immer ein bisschen weh, mit so einem Porsche über die Bordsteinkanten zu heizen. Okay. Die holen wir nicht mehr ein. Zweiter Gang rum, Vollgas. Und dann geht's auf Start und Zielgerade. Und wir landen auf einem grandiosen letzten Platz. Was wirklich nichts Besonderes ist. Aber schauen wir mal, was wir jetzt Schönes im Bereich Tuning für den Wagen machen können. Also viel wird es nicht sein. Ich finde den so recht geil. S1-Fahrzeug ist das. Gehen wir mal auf Fortsetzen. Und dann gucken wir uns das mal an. Waren ja ein Haufen superklasse Sportfahrzeuge dabei. Wir sind ja zum Glück in der Nähe vom Festivalgelände. Und am meisten stört mich wirklich bei dem S die rote Farbe. Vielleicht ist es auch so eine typische S-Farbe. Es kann sein, weil der hat doch rot, drin rote Nähte, habe ich gerade gesehen. Ist vielleicht so ein Merkmal, aber das ist so überhaupt nicht meins. Gucken wir mal. Festivalgelände ist ja gleich um die Ecke hier. Jawohl. Dann düsen wir da mal hin. 1,5 Kilometer. Schaut gut aus, der Wagen. Schaut wirklich gut aus. Überlegen wir mal, wie schnell der jetzt auf 120 war. Da geht schon einiges. Er ist auch schön so hecklastig, aber kontrollierbar zu fahren. Das meine ich. Man kommt so, kann so ein bisschen mit dem Arsch spielen. Also wirklich, mir gefällt der Wagen. Auf 200 ist er auch gleich drauf. Warte, da können wir noch ein Bild machen. Das ist ein Ferrari. Scuderia. Mir fehlen noch 9 Autos zum nächsten Fortschritt. Gehen wir mal ja verlassen. Ton passt noch. Ich muss immer wieder auf den Ton gucken. Ich glaube, auch in der letzten Folge war auch der Ton irgendwann mal weg. Da muss ich das immer neu starten, was jetzt nicht so dramatisch ist. Aber Problem ist halt, wenn du dann irgendwie so 10 Minuten gespielt hast und der Ton war 10 Minuten scheiße, dann ärgert sich da schon ein bisschen. So, gucken wir mal. Nach dem nächsten Stream werde ich auch immer wieder gefragt. Ich habe da jetzt noch keinen Termin, den ich versprechen kann. Allerdings, heute ist der 26. der Tag der Aufnahme. Am 27., wenn alles gut ist, würde ich gern einen Stream machen. Allerdings wird es dann wahrscheinlich ein, ich nenne es mal so, ja, Abendstream. Ich muss mal schauen, wie ich es mache, aber es ist halt dann wahrscheinlich so zur üblichen Zeit. Was haben wir denn da für Reifen? Komm, gehen wir mal ganz in Ruhe durch. Reifenmischung, da holen wir uns mal, wow, es gibt so viele Reifen, gibt es schon. Straße, Sport, Rennen, Horizon, Offroad, Hot Wheels. Hot Wheels ist ja jetzt keine Reifenmischung, die ich mir beim Autoteil Junger holen kann.
Darum lassen wir die mal weg. Dann nehmen wir mal die Rennreifenmischung. Und da tut sich einiges. Die klatschen wir mal drauf. Sehr gut. Wollen wir schauen, was es bei einer Verspoilerung gibt. Wenn es nur dieses Forza-Zeug ist, das müssen wir uns gar nicht angucken. Das wissen wir, das ist alles scheiße. Boah, das wird aber ausnahmsweise gar nicht schlecht ausschauen. Das wird gar nicht schlecht ausschauen. Aber was irgendwie nicht passt, ist, da sind ja dann zwei Spoiler, oder? Oben und unten. Oh, weiß ich nicht. Lass mal weg. Lass mal weg. Bremsen. Geht da noch was bei den Bremsen? Ich denke eigentlich, dass da nicht viel geht, denn der Wagen ist ja schon hier schön sportlich. Wir können noch einen Tacken leichter machen. Nicht zu viel. 310. Ich mache mal so ein Mittelding. Ich habe Angst, dass der Wagen dann zu leicht wird. Ne, Bremsen gibt es hier gar keine. Ja gut, der hat halt schon anständige Bremsen drin. Und was wir noch machen können, ist, dass wir den ein bisschen höher drehen können. Können ein bisschen an der Nockenwelle rumspielen. Jawohl. Ich glaube, damit lassen wir es jetzt erstmal vorerst so sein. Das finde ich so ganz in Ordnung. Stellt mal den ganzen Quatsch ein. Jawohl. 16.000 Credits, gar kein Thema. Und dann gehen wir zum Design. Dann gehen wir zum Design und schauen mal, ob wir da ein schönes Design für den Wagen finden. Zurück. Designs und Lackierungen. Neue Designs. Dann sehen wir uns mal hier die schönen Designs an. Das finde ich schon ganz ansprechend. Oh, schöne Sachen auf jeden Fall. Ach, vom Kniffel sogar. Kennt man hier den Kniffel? Den kennen wir. Ist auch bei uns immer wieder im Stream dabei. Kniffel, schöne Designs. Gefallen mir wirklich gut. Ich verstehe gar nicht, warum die nur mit zwei Sternen bewertet sind. Das hat drei, das hat zwei. Ich finde das Grüne fast noch schöner. Aber gut, Geschmäcker sind ja verschieden. Das schaut auch nicht schlecht aus. Das ist ein Apple-Design, oder? Ist auch nicht schlecht. Ja, sind ein paar schöne Designs dabei. Also jedes ist besser wie dieses original, gruselige Rote, was drauf ist. Und dann nehmen wir das mal und gucken mal, wie sich unser Wagen jetzt verhält. Mit anderen Reifen, anderer Nockenwelle und anderem Design. Auf Druck. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Wir dürften jetzt eigentlich ein bisschen höher drehen können, was ja doch schon nicht schlecht ist im Porsche. Ja, es lädt noch. Oder ist abgestürzt. Nein, alles klar. Ja, gefällt mir ganz gut, was da ist. Was steht da drauf? GT Street R. Alles klar, komm, dann gehen wir mal gleich in Richtung nächstes Rennen. Das hier unten. Zeig mal her. Kennen wir auch schon alle. Sind ja schon sämtliche Rennen hier durchgefahren. Da seht ihr hier das rote Design. Vorhin und halt auch die roten Nähte innen. Kannst es ja leider nicht ändern. Aber vielleicht ist das so eine Linie, wo es dazu passt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Eigentlich bin ich mir überhaupt nicht sicher. Aber es wird halt passen. Rotes Auto, rote Fäden oder rote Nähte. Ja, aber das hier in dem Grün finde ich auch schon wesentlich ansprechender. Nehmen wir das mal und dann gucken wir uns das mal an, was wir hier Schönes jetzt reißen werden. Folge geht jetzt knapp 20 Minuten. Das passt noch. Zwei Runden oder zwei Rennen. Oh, haut hin. Ich versuche ja die Folgen immer so ein bisschen kurz und knackig zu halten. Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand Folgen anschaut, die länger wie 20 Minuten gehen oder 25. Kann ja da auch mal irgendwie so eine Umfrage machen. Oh, nasser Untergrund, sehr interessant. Da ist jetzt zusammenreißen. Da muss ich gleich einen Sitz vorschieben. So, Technik passt noch. Dann gehen wir auf Rennveranstaltung starten und dann gucken wir mal. Jetzt war ich in der Außenansicht und ich bin ja echt beschissen am letzten Platz gelandet vorhin. Das heißt natürlich, ein bisschen besser werden. Konzentration, Konzentration. Ja, er geht schön noch um die Kurven rum. Man sieht, er kommt gleich ein bisschen ins Rutschen. Wagen ist auch leichter geworden. Kann ihn höher drehen, ein bisschen mehr PS hat er dadurch auch jetzt. Aber so ganz ordentlich. Bremsen konnte man nicht machen. Was wir vielleicht noch machen könnten, wären die Reifenbreite einstellen. Aber so, glaube ich, passt es schon ganz gut. Das ist immer sechster Platz, das war vorhin auch um die Zeit. Und dann bin ich voll in die Ecke reingekracht, dann war es das.
und hier wirklich rechtzeitig bremsen. Mit Gefühl rum und Vollgas. Da auch wieder, wie kommen wir da uns innen vorbei quetschen. Jawohl, sehr schön, auch ohne Kollision. Ich bin immer so ein Fan von sauberen Rennen zurzeit. Vor allem beim Porsche, man will ihn ja nicht unnötig verkratzen. Und durch das, durch die andere Nockenwelle können wir wirklich viel höher drehen. Können wir schön rumfahren. Ja, aber hallo. Da haben wir uns ja mal schön nach vorne gemogelt. Durch unsere Rutschaktion. Aber es passt, ich sehe es, war einwandfreies Fahrmanöver. Und ist halt cool, hier brauchst du nicht mehr schalten. Schön die Gänge ausfahren, jetzt hat. Rechtzeitig anbremsen, vielleicht nicht auf der Bordsteinkante. Zweiter Gang rum, Vollgas. Also auch bei nassem verhält sich der Wagen sehr, sehr gut. Fällt mir richtig gut. Wo sind denn die anderen? Ich wollte eigentlich nach hinten gucken, jetzt habe ich die Perspektive gewechselt. Na, fahren wir mal so ein bisschen. Nee, fahren wir so nicht. Ich will nicht schon wieder letzter werden, drum gleich wieder zurück. So, so können wir gucken. Also sind alle noch da. Und ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich den Wagen sofort zum Ausbrechen bringen in der Kurve. Aber wenn man da gefühlvoll einlenkt und nicht gleich Vollgas gibt, sondern schön ja, mit dem Gasfuß spielt, dann kommt man da schön voran. Konkurrenz schläft nicht. Schau mal. Früh einlenken. Jawohl. Und gleich weiter. Zack. Ah, das war nicht nötig. Ärgert mich selber ein bisschen. So, dritter Gang. Und ich höre schon jemanden. Oh ja, der hat mich überholt. Den dritten höre ich auch schon. Jetzt heißt es in der letzten Runde nochmal alles geben. Haben wir nochmal ein bisschen hier Action zum Schluss. Audi R8. Was war das da vorne? Ein Ferrari, oder? Rum. Ah, eklig gegen die Brücke gekracht. Letzte Runde. Es ist nicht mehr viel. Jetzt habe ich ein bisschen den Bremspol verpasst. Ah, gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt habe ich Schalten verpennt. Rum. Da entlang. Oh, also. Dritter Platz, bin ich doch direkt noch abserviert worden. Aber trotzdem, ich bin zufrieden. War ein kurzweiliges, schönes Rennen. Und dann geht es auch schon gleich zum nächsten Rennen. In der Meisterschaft. Hoppala, jetzt bin ich ans Mikro gekracht, sorry. Wo sind wir denn? Platz 8 in der Meisterschaft, das ist nix. The Crucial auf Platz 1. Und gucken wir mal, wie das nächste Rennen verlaufen wird. Ich mag mal ganz kurz gucken. Ich glaube, Getriebe... Oh, seltener Erfolg. Ah, okay, da war auch gleich... schließen die zwei Rennen ab. Ah, cool, ja, siehst du, können wir... Bei zwei Meisterschaften hat man natürlich auch zwei Rennen drin. Sehr cool. Gibt es noch ein bisschen Geld dazu. Level up auch wieder, oder? Jetzt bin ich mal gespannt, das letzte Rennen, wie da das Wetter sein wird. Gucken wir uns das mal an. Hier hinten ist das. Das machen wir gleich mal per Schnellreise. What, jetzt kaufen? Was habe ich denn jetzt gemacht? Alter Verwalter. Irgendwie habe ich, glaube ich, bei der Tastenbelegung was anders gemacht. Das war früher irgendwie nicht nötig. Solche Aktionen. Wo ist denn jetzt das Spiel hin? Na, ich will keine Schatzkarte kaufen, auch nicht für 200. Warum soll ich eine Schatzkarte kaufen? Das ist die Meisterschaft hier, oder? Ja. Und da will ich eine Schnellreise hinmachen. Ja, jetzt. Okay. Bisschen zu hektisch gedrückt vielleicht. Und dann gucken wir mal jetzt das letzte Rennen bei der Autobahn. Ich glaube, das geht von der Autobahn wieder Richtung Stadt einwärts. Surfers Paradise. Ich denke, das wird es sein. Schauen wir mal das an. Also, lass mal gucken. Meisterschaft fortsetzen. Na, mach hinne. Und dann Porsche natürlich. Also wirklich auch ein cooler Porsche, geil zum Fahren. Den besten Porsche im Spiel, der hier rumgurkt, den finde ich immer noch den 918. Aber du kannst auch nicht den 918 mit dem jetzt hier vergleichen. Das bin ich der Meinung, ist nicht möglich. Aber so vom Spielspaß, vom Sound her wirklich, wirklich geil. Meisterschaft, jawohl, alles klar. Ich mag nur mal kurz gucken beim Tuning, ob ich am Getriebe was einstellen kann. Ich glaube nicht. Nee, ich kann nichts einstellen.
Wir können ein bisschen Luft noch aus den Reifen nehmen. Jawohl. Da will ich auch nichts weiter machen. Tiefer können wir noch legen, oder? Lass mal schauen. Federn. Wir können die mal ganz auf den Boden klatschen. Ist auch gemacht. Aerodynamik geht auch nichts. Bremsen. Die können wir ein bisschen die Bremskraft erhöhen. Aber das ist jetzt nur so Spielerei. Das ist eher so mein Ding. Das gefällt mir halt besser. Und dann geht's auch schon los. Jetzt heißt es Gas geben. Da sind wir gut weggekommen. Jetzt heißt es, schau mal, wie geht das Rennen jetzt? Bloß nicht zu wild hier rumfahren. Auch ein bisschen die Strecke im Blick behalten auf der Minimap. Ne, ist eine andere Strecke. Ich habe gedacht, wir fahren gleich eine andere. Erster Gang und zweiter Gang. Ah, erster Gang war schlecht gewählt. Bin ich besser am zweiten geblieben. Aber das ist ein wirklich geiles Fahrzeug. Ich würde es jetzt auch schon wieder zu einem meiner Lieblingsfahrzeuge zählen. Einfach super Laune, mit dem hier rumzufahren. Alter, manchmal schleichen die drei Avatare in Stellen, wo es einfach nicht nötig ist. Rum. Ich kann ja noch mal in der Innenansicht ein bisschen fahren, was auch immer wieder mega geil ist. Vor allem in dem Porsche siehst du auch echt gut alles. Oh, habe ich jetzt den Schreckenabschnitt verpasst, oder? Nee. Ach, das ist gar kein Sprint, das ist ein Rundenrennen. Jetzt hat alles klar. Ich bin so auf Sprint jetzt gewesen. Nö, macht aber nichts. Aber ein geiles Fahrzeug auf jeden Fall. Rum. Da entlang. Rum. Sehr schön. Das hat an und für sich wirklich gut geklappt bis hierhin. Von der Meisterschaft her war es nichts Besonderes. Aber schaut mal, wie viele Möglichkeiten man da noch hätte. Wenn ich nicht irgendwie drei Runden einstelle, sondern fünf, bin ich mir eigentlich sicher, dass wir da jede Meisterschaft mit dem Wagen gewinnen. Dritter Gang. Vierter Gang. Und da sind wir auf dem vierten Platz. Sehr cool. Alle haben ungefähr den gleichen Abstand. Bisschen lupfen hier. Ja. Schlechte Linie, schlechter Untergrund. Darum. Zweiter Gang und gleich wieder draufsteigen. Jetzt schauen wir mal. Also ich bin mir sicher, bei fünf Runden, da würden wir das sowas von gewinnen. So, hier brauche ich jetzt lange nicht schalten. Wirklich klasse. Rum. Jawohl, auch sehr cool, gut rumgekommen. Zieht uns ein bisschen weit nach außen. Und dann geht es auch schon auf Start und Zielgerade und wir landen auf einem vierten Platz. Oder verliere ich den noch? Ne, den verliere ich nicht mehr. Jo, vierter Platz. Jetzt gucken wir mal, wo wir in der Meisterschaft gelandet sind. Fortsetzen. Ja, fünfter Platz. Nichts Weltbewegendes. Mit Ruhm habe ich mich da nicht bekleckert. Ist aber auch wurscht. Ich denke mal, ich mache noch eine zweite Meisterschaft mit dem Wagen, weil es gibt noch was. Was habe ich noch gewonnen? Seltener Erfolg freigeschaltet. Qualifikationsrennen. Also ich habe ja fast den ganzen Forza-Sound schon durch. Sehr, sehr cool. Gucken wir mal, was noch offen ist. Ich glaube, noch ein Online-Rennen, so eine Spielplatz-Sache müssen wir machen. Aber ich werde wahrscheinlich noch eine Runde mit dem fahren. Vielleicht mache ich da noch eine Folge draus. Mal schauen. Wir können ja uns noch ein paar Tunings angucken. Ich habe noch einen Haufen Ideen. Gucken wir mal. Gibt es noch einen Renault zum Gewinnen? Oh, kotzt. Den will ich gar nicht haben. Gucken wir mal ganz kurz beim Forza-Ton, wie weit wir da sind. Oh, 28 Minuten die Folge. Erfolgreich Belohnung erhalten. Sehr gut. Warte, jetzt schauen wir mal ganz kurz da drauf. Forza-Ton, wie viel haben wir denn? 2, 3? Aber wir haben schon fast... Oh, Wahnsinn, was wir schon das abgeschlossen haben. Wir müssen nur noch hier ein Online-Abenteuer machen, um 3 Lose zu gewinnen. Das könnten wir auch mit dem machen im Endeffekt. 3 Online-Abenteuer in dem. Mal schauen. Oder ich mache noch eine Meisterschaft. Ich weiß es nicht. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Reinklicken und wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Ciao, Servus, ein wunderschönes Wochenende. Bis bald.